Herzlich willkommen, liebe Wasserzeichen. Ich freue mich total, dass wir uns wieder hier sehen auf Kleopatra-Orakel. Genau, wir schauen uns natürlich die Energien, die uns unterstützen diese Woche, welche sich auf uns auswirken, wie wir die nutzen. Bleibt euch vorbehalten, ihr habt den freien Willen, die Energien anzunehmen oder eben nicht. Genau, ich hole mir natürlich wie immer erstmal das Energiebild ein und dann sprechen wir drüber und legen dann darauf basierend intuitiv die Karten. Für alle, die neu sind auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich, wenn es euch gefällt, was ich hier tue, über das Abonnieren meines Kanals, über das Liken und oder Kommentieren. Genau, dann starten wir auch schon mal mit dem Energiebild. Okay, interessant. Du warst nämlich ein halb Fisch, halb Vogel und hast versucht, aus dem Wasser zu fliegen, hast aber nicht geschafft. Okay, das zeigt mir, dass du mehr deinen Verstand einschalten möchtest. Weiß nicht, ob du das solltest, weil du warst die letzten Wochen und Monate extrem in deinem Gefühl und warst total in deinem Element. Und jetzt plötzlich möchtest du die Luft erobern. Warum, weiß ich nicht. Bin ich jetzt sehr gespannt, worum es da geht. Liebe Wasserzeichen. Ups. Okay, was blockiert dich, lieber Wasserzeichen, diese Woche? Zwei Karten wollten. Oh, da haben wir auch wieder ein ja, Seelenpartner Geschichten eventuell erwischt. Wenn du keinen Seelenpartner hast, dann versuche das für dich anderweitig. Zieh dir das raus, was für dich stimmig ist. Du hast einen Seelenplan, den du aktuell nicht antrittst. Und dieser Seelenplan handelt über eine glückliche Familie, über eine glückliche Partnerschaft. Und ja, das ist alles jetzt gerade blockiert. Blockierst du es gerade mit dem Verstand? Du willst eindeutig aktuell Solo bleiben. Du willst den ganzen Gedöns und Feierlichkeiten gar nicht. Das ist aber dein karmischer Weg, genau diesen Seelenplan einzugehen und genau diese Partnerschaft oder überhaupt Partnerschaft einzugehen. Das, was du gerade nicht, ja, nicht diese Lernaufgabe gerade auf dich nicht nehmen möchtest. Und dieses Nicht-Eingehen in den Seelenplan erfordert aber enorme Krafteinsatz. Ich habe hier Herrscherin und da auf dem Karte ist auch Herrscherin. Du musst, also du verlierst eigentlich als Herrscherin Kraft, um deine Ängste zu zähmen, sich dem zu widmen, obwohl es eigentlich an der Zeit wäre. So, welche Karten unterstützen dich diese Woche energetisch? Was wird gefördert? Dein innerer Frieden macht der Fantasie und nicht für dich. Okay. Du bist so zur Herrscherin geworden, dass du mit dem Kram nichts mehr zu tun haben möchtest. Ja, deswegen diese Vogel und dieses Fisch. Eine Herrscherin, die hat keine Angst. Du bist, also, wie soll ich sagen, du bist eine Herrscherin, die nicht in dem Gleichgewicht ist. Ja? Die zu sehr gerade ihren Verstand einschaltet und die sagt, ein Ego einschaltet, ja, und die sagt, mir geht es gut, so wie es ist. Ich komme auch alleine gut zurecht. Ich brauche den überhaupt nicht. Blablablub. Verstehst du? Und das ist aber trügerisch. Ja. So, welche,
Welche Energien unterstützen dich? Macht der Fantasie. Könnte sein, dass du jetzt plötzlich von deinem Wunschpartner träumst, dass du plötzlich immer irgendwelche Fantasien dich mahnen, die du aber nicht haben willst. Ja? Damit du wieder in dieses Gefühl reinkommst, der Unsicherheit, ob du tatsächlich den richtigen Weg gewählt hast. Du willst deinen Frieden haben, deine Beständigkeit haben, das ist auch in Ordnung, aber suche den in innen, nicht im Außen, okay? Manipuliere nicht das, was nicht für dich gut ist, denn sonst landest du. Du versuchst gerade dein Leben zu manipulieren, indem du der Herrscherin nicht diese Eigenschaften zusprichst, die sie eigentlich besitzt. Ja? Und zwar, du hast Angst, dass du wieder sich in Illusionen verlierst, in denen du früher warst, hast du nicht verstanden, dir ging es nicht gut damit und und. Und deswegen versuchst du es zu manipulieren, in dem Teil abschneidest aus deinem Leben. Okay, was passiert diese Woche? Okay, die Sonne endet, das ist schon mal nicht schlecht, ja. Die Sonne endet das Ganze, das ist schon mal nicht schlecht. Also, das ist das, was ich gemeint habe. Du hast deinen Verstand eingeschaltet, der tut dir eigentlich nicht gut, ja. Weil du schneidest dir wirklich einen großartigen Teil von deinem Leben ab und versuchst manipulativ dein Leben zu beeinflussen, ja. Du denkst, du hast dich aus den Ketten befreit, aber das war trügerisch. Ja, das ist nicht wahr. Diese Verbindung besteht weiterhin. Und jetzt geht es darum, dass du das akzeptierst, annimmst, heilst, alles, warum du das hier zurücklassen möchtest, um endlich wieder die Klarheit zu bekommen, die Dunkelheit zu verlassen und das Licht in dein Leben wieder reinzulassen. Ich meine, schau mal, die Sonne liegt direkt unter der Karma-Karte. Das ist kein Zufall. Das war falsch, ja? Diesen Verstand einzuschalten war nicht richtig. Du blockierst dich damit selber und erlaubst dir nicht, diese Meisterschaft, diese Prüfung, diese Lernaufgabe zu durchgehen. Diese Beziehung, diese Anziehungskraft, diese Verbindung, die besteht weiterhin. Die Brücken können nicht voneinander weiter sein, die können nicht unsicherer sein. Du hast gedacht, du kannst ihn aus deinem Leben schneiden, aber das kannst du nicht, okay? Die Sonne, das Licht kommt immer raus. Das Licht kommt immer, erleuchtet immer die Dunkelheit. Das war trügerisch. Du hast gedacht, du brauchst ihn nicht. Du hast gedacht, das lasse ich außen vor. Ich mache das, klappe das Buch zu und damit ist gut. Aber in deinem Inneren hat dich deine Seele trotzdem immer wieder angepinkt und möglicherweise auch hier mit der Macht der Fantasie, Träumen, Vorstellungen, plötzlichen Gedankengängen und so weiter, wieder in dieses Gefühl bringen wird diese Woche, dass es doch nicht so ist, wie du gedacht hast, dass du ihn komplett aus deinem Leben rausgeschnitten hast. Ja, und jetzt geht es darum, dass du dir das genau diese Themen anschauen kannst, warum du diese Liebe aus dem Leben aktuell blockierst und wie kann ich das in die Heilung bringen, um mich wieder beziehungsfähig zu machen. Interessant.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier tatsächlich einen Nachrichtenaustausch geben wird. Und zwar von deiner Seite. Ja. Du wirst einen sehr wichtigen Teil von dir ausheilen. Ja, du hast gekämpft gegen etwas in dir, wogegen du eigentlich nicht hättest kämpfen sollen. Und zwar deine eigene Fähigkeit, Herrscherin zu sein. Ja. Du hast gedacht, dass diese Verbindung zu Ende ist, dass ihr euch extrem voneinander entfernt habt, dass ihr euch nichts mehr zu bieten habt, dass ihr euch nichts mehr zu sagen habt, aber das war trügerisch. Ja? Denn die wahre Herrscherin, die alles annehmen kann, die alles aus Fülle handelt und nicht aus manipulativen Energien, die hat immer diese Sehnsucht weiterhin verspürt nach Liebe. Sie versperrt sich nicht, die versperrt sich vor nichts. Warum sollte sich auch versperren? Wir versperren uns nur dann, wenn wir Angst vor etwas haben, ja? Aber die wahre Herrscherin in dir, die hatte weiterhin die Sehnsucht gehabt, ob nach der Liebe, obwohl sie eigentlich in Fülle lebt. Und das ist ja auch in Ordnung, ja? Nach der Liebe aus der Vergangenheit. Nach dem Seelenpartner. Unfassbar toll, die Heilung in der reinen, also in der Liebe in ihrer reinsten Form. Auch wenn es sich aktuell eiskalt anfühlt, wisst ihr, dass man das wieder aufleben lassen kann, indem man aufeinander zugeht, auf den König der Münzen. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Tatsächlich, du bist bereit, auf dein Gegenüber zuzugehen. Nachdem du diese Geschichte ausgeheilt hast und sich wieder geöffnet hast für die Seelenpartnerschaft, indem du akzeptiert hast, was hast du denn akzeptiert? Du hast dich selbst akzeptiert. Du hast dich selbst akzeptiert, so wie du bist, nackig, nackig, ohne Gedünst, ohne Manipulation, ohne nix. Diese wahre Verbindung mit der geistigen Führung. Und jetzt bist du bereit für einen Neubeginn. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Okay. Vor allem, weil ich an einige Wasserzeichen denke, die ich regelmäßig berate. Und da bin ich gespannt, was da so abgeht. Okay, Communicate Clearing. Ey Leute, das ist ja unfassbar, oder? It's up to you. Du darfst. Du darfst den Kontakt aufnehmen, falls keiner sonst zustande kommt. Okay? Okay, gut. Wann ist der beste Zeitpunkt, die Kommunikation aufzunehmen? Hoppala!
In 11 Tage. Höre auf Freunde, vielleicht auf mich. Genau. Wow, Wasserzeichen, ich bin total gespannt auf eure Vimeo-Legungen, ob sich diese Botschaft tatsächlich auch nochmal wiederholt. Auf Vimeo werdet ihr sehen, was haben wir denn da? Skorpion, Krebs, Fische, genau. Diese Zeichen werden wir uns mal anschauen. Ich bin mega gespannt, was uns sich da zeigt. Und ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Dann sehen wir uns beim nächsten YouTube-Legung. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und toi, toi, toi. Ciao!